Denn laut dem Schlüssel war es ein Held, der von einem Freund eingesperrt wurde. Havel war ein Held, für die Weiße Kirche jedenfalls, weil er ein Drachentöter und ein Magierhasser war. So, das ist das typische Inquisitionsgedöns, wenn man es so nennen möchte. Und ja, Havel wurde da eben eingesperrt, weil er ein Untoter geworden ist, von Gwyn. Ja, wir geben ihm die Glut. Ja, und damit können wir jetzt göttliche Waffen machen. Göttliches Drachenschild, göttliches Claymore. Und genau das habe ich jetzt vor, nämlich das Claymore göttlich zu machen. So. Ausrüstung umwandeln. Spinnenschild will ich nicht upgraden. Ich will erst ein paar Gegenstände kaufen, nämlich 8 kleine Scherben. Und damit meinen Langbogen verstärken. So. Ah ja, und das göttliche Claymore. Wie man sehen kann, das Claymore braucht jetzt grüne Scherben, keine großen Scherben, also keine grauen Scherben. Ganz einfach, weil die grünen Scherben ein magischer Katalysator sind. Und hey, ich habe genau eine Scherbe. Oh, eine Scherbe mehr als ich brauche. Gut, dass ich mich da irgendwo verrechnet habe. Es müssten doch nur 9 gewesen sein und ich habe jetzt 11 gebraucht. Naja. Theoretisch könnte ich das Schild hier zu einem göttlichen Schild machen. Will ich aber nicht. Den Langbogen könnte ich göttlich machen, will ich auch nicht. Ausrüstung reparieren könnte ich kurz. So. Das war wirklich etwas peinlich, dass wir an dem... Ja, dass wir zweimal jetzt am Mondlichtschmetterling gestorben sind. Aber wie gesagt, ich bin bei dem etwas eingerostet, weil ich die meiste Zeit Beatrice dabei hatte. Und die ihn wirklich weghauen tut wie nichts Gutes. So. Aber wir haben unsere Seelen und unsere Menschlichkeit nicht verloren, weil ich es beides mal zu ihm zurückgeschafft habe. Einfach durchrennen. So, ich will mal kurz einen Blick auf die Vorräte an Moos werfen. 4 lila Moos ist nicht viel. Wir sollten mindestens eigentlich 10 davon haben, wenn wir in die Schandstadt gehen. Ey. So, weg mit euch. Was hast du Schönes? Eine kleine Scherbe. Okay. Die kleinen Scherben, die wir jetzt finden, gehen in unsere Rüstung übrigens. Deswegen werde ich jetzt auch nochmal die Balder-Ritter, die 4 hier töten. Komm, Balder-Ritter. Stirb. Ah, Sturmangriff. So. Wir können ihn sogar schon einhändig töten. So, noch eine kleine Scherbe. Sehr gut. Jetzt können wir schon mal die Brust und die Hose verbessern. Noch 2 Stück wären gar nicht mal so schlecht für Helm und Schuhe. Ja, ich merke, du bist heftig. Aber jetzt bist du tot. Und er hat nur Balder-Gamaschen dabei. Schade. Ich will jetzt auch nicht unbedingt für die Elite-Ritter-Rüstung Splitter ausgeben, also beim Schmied kaufen. Weil so wichtig ist es jetzt nicht, dass wir sie upgraden. Das wird nämlich nicht unsere Endrüstung sein, sondern eigentlich unsere Übergangsrüstung für den Augenblick. So.
Gut. Hier müssen wir jetzt runter. Noch weiter runter. Hallo Petrus, hast du uns was Neues zu sagen? Oh, Miracles? Nö. Come again. Seitdem wir wissen, was mit seiner Lady passiert ist, ist er wirklich wieder etwas gesprächiger. Gut, wir haben den Finsterwurzgarten schon mal aufgeräumt, jedenfalls den vorderen Teil. So, Rüstung verstärken. Also Elite-Ritter-Rüstung einmal verstärken und die Gamaschen einmal verstärken. So, bodenlose Kiste. Wollen wir unsere Ritterrüstung mal einlagern, die wir seit dem Anfang des Spiels mit uns rumschleppen. Wurde auch mal Zeit, dass wir was Neues finden. Die Elite-Ritterrüstung ist übrigens mehr ein Kettenhemd als eine Plattenrüstung. Ich laufe also nicht mehr so sehr als Sardinenbüchse rum. So. Nächste Haltestelle ist der Friedhof. Wie ich bereits angekündigt hatte. Dazu müssen wir hier lang. Und wir hören ein Schnarchen. Ja. Ist gut. Man könnte fast denken, das Schnarchen kommt von da oben aus dem Nest. Dem ist aber nicht so. Wenn man nämlich hier hinguckt, ist hier eine Luke. Und von da aus kommt das Schnarchen. Aber mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Sondern ich will hier erst einmal den Friedhof aufräumen. So. So, die sterben auch schon mit einem Schlag. Was ich gut finde, wenn wir uns überlegen, als ich das erste Mal die beiden hier gestreichelt habe, sozusagen, haben sie uns ja fast getötet. Jetzt tue ich sie sofort töten mit einem Schlag. Was ich sehr toll finde eigentlich. So, erstmal weiter hier oben sehen. Hier liegt nämlich noch einiges rum. Seele eines verlorenen Untoten. Noch mehr Skelette. Und ja, der zweite schwere Schlag des Claymores, des Bastardschwerts ist wirklich stärker als der erste. Und sie lassen auch Krummsäbel fallen. Die jetzt, ich jetzt nicht so unbedingt brauche. So, die beiden hier mal aktivieren. Die sind nämlich auch böse. Stirb einfach. Die bewachen das Kadekus-Schild. Und ja, der Schmied André oben hat auch ein Kadekus-Schild verkauft. Aber ein Wappenschild, so wie wir jetzt das Drachenwappenschild hier tragen. Oder das Drachenschild. Nicht so ein kleines Parma. Kleiner Buckler, den wir jetzt gerade gefunden haben. So, hier ziehen wir uns erst einmal ein Stück zurück, weil hier kommen jetzt gleich Skelette, und zwar ein paar mehr. Und wenn wir nicht aufpassen, hauen sie uns ordentlich. Und wie man sehen kann, ist dort hinten auch noch ein ganz großes Skelett, nämlich ein Riesenskelett. Wow, dass wir einfach mal so weggepfeffert haben. Ja, das Bastardschwert ist schick. So. Ihr seid alle tot. Gut. Hier ist nichts mehr. Die Skelette hier haben einen riesigen Grabstein bewacht mit einem Zweihänder. Ja, das ist wirklich eine Nachbildung, oder die, besser gesagt, das ist dem deutschen Zweihandschwert nachempfunden. Also nicht so wie das Claymore, das schottische Claymore ist, ist das hier das deutsche Zweihandschwert. Das übrigens mächtigste Schwert im Spiel mit zwei kleinen Problemen, beziehungsweise drei kleinen Problemen. Um genau zu sein, vier. Erstens, es verbraucht viel, viel Stärke. Zweitens, es verbraucht sehr viel Gewicht. Es wiegt nämlich 16 Stein.
Oder Kilo. Oder was auch immer die Maßeinheit hier in dem Spiel ist. Flügelspeer. So. Das war's jetzt mit dem Friedhof. Also das erste... Zurück zum Zweihandschwert. Also es verbraucht sehr viel Stärke. Es hat sehr viel Gewicht. Es ist langsam. Und... es verbraucht sehr viel Ausdauer. Vorteil, es hat so einen harten Wumms, dass es sogar schwarze Ritter auf die Nase fliegen lässt. Ja, und das will etwas heißen. So, wir haben die Katakomben gefunden. Ein ziemlich böser Ort, nämlich aus einem Grund. Hier wimmelt es vor Skeletten. Und das Schlimme an diesen Skeletten ist, ich töte es. Man merkt, ich kriege keine Seelen, weil es nicht tot ist. Also töte ich es nochmal. Krieg wieder keine Seelen. Ja, der Grund ist Nekromanten. Deswegen göttliches Claymore auswählen. Und, achso, der war nicht mal richtig tot. Jetzt ist er tot. Das war der Grund, warum ich extra so viel grüne Splitter wollte. Und fliegende Köpfe. Wow, die explodieren, wenn man ihnen zu nahe kommt. Das ist auch ungesund. Hier müsste normalerweise auch ein Skelett stehen, das aber immer wieder runterfliegt. Hallo du. So. Aua. Und ja, die machen schon gut Schaden. Wenn man in ihrem Explosionsradius stehen bleibt. So, wir heilen uns mal kurz. Und rutschen dann die Treppe runter. Das Skelett, was gerade gekommen ist, stand übrigens hier vor der Leiter. Und ja, man sieht ein riesiger Haufen Leichen. Schon mal sehr einladend, die Katakomben. Aber was will man erwarten von einem Ort, der Katakomben heißt? Auf jeden Fall sehr viele Untote. So. Die übrigens ein bisschen stärker sind als die auf dem Friedhof. Man merkt schon, sie halten etwas mehr aus. Deswegen sollte ich die Waffe am besten zweihändig nehmen. So. Und sie weghauen. Genau, mit einem schweren zweihändigen Angriff tue ich sie instant töten. Gut. Und hier haben wir die Wurzel des Übels. Einen Nekromanten. Der mit Pyromantie Untote wiederbelebt. So, der Hebel hier. Den aktivieren wir. Der macht nämlich das Tor auf. Was ich euch jetzt gerade gar nicht gezeigt habe. So. Leuchtfeuer entzünden. Und mal aufsteigen. Am besten Vitalität mal. So. Gut. Und dann wollen wir uns weiter auf dem Weg machen.